Das Highlight im Sommer sind die eigenen Tomaten aus dem eigenen Garten. Und jetzt mal ehrlich, die Tomaten aus dem Supermarkt schmecken einfach nur fad und sind einfach nur mit Wasser vollgepumpt. Deshalb beginnen wir schon als Gärtner mit der Voranzucht von unseren Tomatenpflanzen und die darauffolgende monatelange Pflege, damit wir wieder in diese Geschmacksexplosion im Juli und August, September kommen. Einen Grundstein für kräftige Tomatenpflanzen legen wir 3 bis 4 Wochen nach der Aussaat und zwar mit dem richtigen Pickieren. Von daher meine 3 wichtigen Tipps, die du beim Pickieren beachten solltest. Der richtige Zeitpunkt ist entscheidend. Die 3 bis 4 Wochen sind nur eine Richtlinie. Ihr solltet auch darauf achten, dass eure Tomaten schon mindestens 2 bis 3 Blattpaare haben und der Stiel auch richtig schön entwickelt ist. Wartet auch nicht zu lange mit dem Pickieren. Tomaten sind wuchsfreudig und benötigen Platz. Wenn ihr das ignoriert, dann hemmt ihr das Wachstum von euren Tomaten. Sie werden schwächer und dadurch auch anfälliger für Krankheiten. Setzt eure Tomaten so tief wie es geht, sodass der Stiel komplett mit Erde bis zu den Blättern bedeckt ist, damit sich hier die Seitenwurzeln der Pflanze bilden können und hier ein schnelleres Wachstum gewährleistet wird. Ja. Und falls die ersten Keimblätter stören, würde ich diese entfernen. Der letzte Tipp, nutzt große Töpfe und eine lockere, nährstoffreiche und leichte Erde, wie zum Beispiel euren eigenen Kompost oder auch ein Humusgemisch. Bei schwerer und undurchlässiger Erde muss die Tomate noch mehr Energie in die Wurzelbildung stecken, um diesen schweren Boden zu durchbrechen und daher bleibt sie dann viel länger mickrig. Ein schwerer Boden neigt auch dazu, zu viel Wasser aufzusaugen bzw. zu speichern, wodurch auch hier die Wurzeln faulen könnten, wenn ihr es übertreibt. Nun ist alles auf den Punkt gebracht, deinen kräftigen Tomatenpflanzen steht auch jetzt nichts mehr im Weg und folglich auch eine erfolgreiche Ernte. Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Sofern ihr dieses Video einen Mehrwert gegeben hat, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Gerne auch kommentieren, wie weit du jetzt schon mit der Voranzucht bist, ob du schon mit deiner Tomatenaussaat begonnen hast und welche Tomatensorten du in Betracht ziehst. Gerne diesen Kanal auch kostenlos abonnieren, damit du keine weiteren Tipps mehr verpasst. Und falls du noch Saatgut benötigst, auf meiner Saatgutliste hier von meinem Permakulturprojekt habe ich über 40 verschiedene Tomatensorten. Findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt, beziehungsweise auch auf meiner Webseite, wo ich dir auch nur wärmstens empfehlen kann, mal vorbeizuschauen oder noch weitere Informationen findest, um deinen Garten in Richtung Permakultur umgestalten zu können. Zum Beispiel mit den Esskastanien aus meinem Shop, die nur auf ein neues Zuhause warten. Sonst kann ich dir nur mein Video hier empfehlen, wie du zu einem faulen Gärtner wirst.